weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Im Adventure-Modus, den wir mit Mario schon absolviert haben, mit den anderen weiteren Charakteren noch nicht. Und ich spiele wieder auf normal. 5 Leben stellen wir mal ein und Pikachu macht, ja, ist als nächstes dran. Der mega Bock auf das Game. Und deswegen wird das wieder gesuchtet. Ich habe einfach Bock, Lust, ja. Ich muss allerdings jetzt gerade mal nur auf Twitch streamen, für die bis März, weil ich damals gestreamt hatte. Hat er auf irgendwas reagiert und der Typ, der hat Gebrauch von seinem Video gemacht und hat, naja, mir einen Strike verpasst auf YouTube, deswegen darf ich nicht mehr streamen. Ja, sehr schön, ne? Naja, aus Fehlern lernt man, was wir zu machen. Wow, was sag hier ja mal gerade mal mega. Ich freue mich, wie gesagt, ich habe schon das letzte Mal, wann hatten wir letztes Mal gezockt? Dienstag, glaube ich. Mega Bock, immer weiterzumachen. Weiterzukommen. Wollte ein paar Charaktere heute auf jeden Fall mal spielen, schaffen. Wäre ganz gut, wenn wir das hinkriegen würden. Wow. Okay, gerade bin ich gerade immer mega schlecht. Überhaupt nicht gut. Das kann ich besser, Leute. Das kann ich besser. Ich versage gerade. Ich verkacke gerade. Jetzt kommen nämlich noch die Yoshis und mit 66% Verlust. Das ist schon nicht so geil. Ich glaube, nehme mir mal einen Regenschirm. Ich glaube es ja wohl. Oh, das ging aber. Ging aber ganz gut eigentlich gerade. Ja, das Level schaffen wir auch. Das kriegen wir auch hin. Hm? Muss mit Vorwäsche wahrscheinlich. Dann geht das. Ha? Geht nicht mehr weg, oder? Naja, mir ist das Shift ausgelaufen. Muss ich jetzt machen, ne? Oh nein, total verkackt. Wow. Hello. Lol. Ja. No. How are you? Ja. Good, and you? Mario. Nein. Oh mein Gott. I'm fine. Thanks. Wow. Oh, Pikachu. Yeah. Kacke. Stream überhaupt noch an? Mal ganz davon ab. Okay, ja, bin ich. Dachte schon, wegen den. Naja, alles gut. Donkey Kong! It's called a first.
How do you find me? Oh, jetzt hat er sich auch noch die Leben gesnackt. Der DK. Schlicht. Ja, vor allem mit der Größe, ne? Wenn du einmal versinkst, bist du K.O. Da machst du nix. Blöden Zombies hier schon wieder. Ich finde nur auf Anhieb ja mal das Ziel, das wäre mal ganz geil, wenn dann wenn das so passieren würde. Wenn ich hier irgendwie 10.000 mal rumgurken müssen. Wobei mit Pikachu stelle ich mich ja schon ein bisschen besser an wie als mit Mario beim letzten Mal mit Adventure Mode. Das ist eigentlich ganz gut gerade. Was Nützliches drin. Na, okay, nur wieder ein Gegner. Oh, das war aber auch schön. Sehr schön. Ich musste hier tatsächlich vorher mal so richtig lange rumgurken, ehe ich mal irgendwie ans Ziel gekommen bin. Wenn du Pech hast, dann musst du ständig suchen. Weil du hier mal weiterkommst. Oh, weia. Nicht so gut. Ha! Ausgetrickst. Auf die Lava muss ich jetzt ein bisschen Acht geben. Und auf dieses scheiß fucking Teil auch. Wow. Ihr ist Vorsicht geboten. Bombe ausgetrickst. Oh, weia. Na, der schafft's noch, wa? Der schafft's noch. Oh, das war knapp. Das war knapp. Sehr schön, weggekommen. Und ja, ich würde echt gerne mal ans Ziel kommen, irgendwie, wenn ich das mal darf. Hier war ich schon. Oh, jetzt finde ich mich aber komplett verarscht. Gott. Ich muss unbedingt ans Ziel, hier bin ich mich auch falsch. Auf jeden Fall, ich glaube, ich muss, denke ich, mal weiter nach oben. Ich war ja hier überall schon. Hm, kann ich nicht weiter nach oben? Was meinte ich denn von vorhin? Ist ein bisschen doof jetzt, dass ich jetzt hier nicht den richtigen Weg finde. Aber das kann passieren. Wahrscheinlich ist sie hier, ja? Nee, hier ist der Anfang gewesen. Oh nein. Na, der jetzt hier oben ist, dann fresse ich einen Besen. Gott, hier muss ich erstmal hochkommen, wa? Ich hoffe, das ist jetzt hier vorne. Oh, Gott sei Dank. Das ist immer so der Nachteil.
Na komm her, Zelda. Oh, das hat aber geil geblockt. Das hat aber echt gut gemacht. Oh, die nimmt hier noch richtig auseinander. Haben wir geschafft. Super. So echt heftig, so, keine Ahnung, andere YouTuber reagieren auch auf andere Videos und gucken sie andere Videos an. Und dann werden wir deswegen nicht weggesperrt, ne? Also ungespielt zum Beispiel. Schwierig. Muss echt aufpassen. Aber ich kann es verstehen. Sehr schön. Aber mit Pikachu sollte das kein Problem sein. Ja, das funktioniert ganz gut gerade. Bar. Haben wir geschafft. Easy. Kommt wieder Kirby, dann kommen wieder die ganzen Kirbys. Oh nein. Wie elendig. Ba, ba, da, da. Na, mach doch kaputt. Mach doch kaputt. Na komm. Na, die traut sich nicht rüber. Der olle Sack, der. Ungenau. Sehr schön, ungenau. Also bis jetzt komme ich mit Pikachu ohne Probleme hier durch. Also ich bin jetzt noch keinmal Game Over gegangen und das auf schwer schon ganz gut, ne? Ganz gut dabei eigentlich. Mega. Na gut, Pikachu kann auch echt geile Fähigkeiten. Die auch gut die Gegner wegschleudern. Vor allem jetzt so welche die, wie Kirby oder so, die halt wirklich auch dementsprechend nicht viel aushalten. Das ist eigentlich kommen so manche Fähigkeiten echt gut gelegen. Och, guck mal. 38% und ich habe alle weggenutzt. Mega. Meine blockt das direkt. Der Schwein. Oh, verkackt. Das hat er jetzt verkackt. Da kommt man nur sehr, sehr, sehr schwierig wieder weg. Ja, ich komme da aber auch nicht so gut hin, ne? Jetzt habe ich irgendein Item, was ich benutzen kann.
schwierig. Ach, guck mal, nee. Die Kanone geht ja von alleine los und dementsprechend, wenn er da nicht wegkommt, dann ist vorbei für ihn. Dann ist vorbei. Aber der ist er wieder. Zack, getroffen. Schön weggeschleudert. Tackle. Und das verhilft sich seine eigenen Teammember auf Foxballern so. Schon hart assi. Aber ich hatte übrigens vergessen zu erwähnen, dass man nicht nur Charaktere freischalten kann, sondern auch Maps. Gibt noch zu genüge Maps, wie man im Multiplayer spielen kann. Auch teilweise richtig, richtig geile sind dabei. Pokémon Stadium. Hm, wieder die ganzen Pokébälle. Pikachu gegen Pikachus. Auch witzig. Manche Pokémon kann man übrigens besiegen. Dann nerven die einem nicht mehr so. Feuerriegel zum Beispiel kann man, naja, erledigen. In dem Sinne. Braucht man ein gescheites Pokémon. Wir machen ein gescheites Pokémon. Sterndu. Lubella schon wieder. Oh, also meistens hast du wirklich echt nur Pech. Da kommen wirklich nur beknackte Pokémon. Lurak. Na, immerhin. Und Pipi. Sehr schön. Was auch ganz cool ist, da oben seht ihr ja Pummeluff. Pummeluff kann auch dazu kommen. Ist ganz cool. Das i-Tüpfelchen. Na komm, Pikachu. Ich hab doch gelacht. Dann werde ich nicht auch noch platt machen. Ja, also Pikachu, denke ich mal, werden wir schon gut durchballern. Vor allem, ich bin dann noch keinmal Game Over gegangen. Das ist echt heftig. Viele können auch mit Pikachu gar nicht umgehen. Dabei ist Pikachu eigentlich so ein Asset nicht. Er hält jetzt nicht Unmengen viel an Schaden aus oder so. Aber er ist halt so ein Mittelcharakter. So, er hat halt starke Fähigkeiten. Jetzt nicht die übelsten so. Kann aber schon gut Schaden machen. Von der Geschwindigkeit her ist er schon echt gut dabei. Kann sich gut bewegen. Ein sehr schneller Charakter auch auf jeden Fall. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Muss ich aufpassen. Weil wenn du hier Game Over gehst, wenn du hier kaputt gehst, das ist schon ein bisschen peinlich. Aber geschafft. Sehr gut geschafft. Gott. Na komm. Bam, ba, ba, dan, da, 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 da. Weg mit dir. Wow, schon mit dem Goldini. Ich freue mich. Besiegt. Gucken, ob ich noch live bin. Ich traue dem Rat nicht so irgendwie. Wäre blöd, wenn nicht. Aber ja. Bin noch live.
Sehr schön. Ja, ich kann mir das ja mal, kann das ja mal im Hintergrund offen behalten. Drei Nesses. Nehme ich jetzt auseinander. Da. Ich mach euch platt. Ihr könnt mir gar nichts. Einer war schon mal. Wow. Finde auch gerade diese State ist halt echt schon unnötig irgendwie. Also es war auf Earth bauen und so und mit Ness auch ganz cool so. Eine sehr, sehr, sehr wichtigen Nebencharaktere in diesem Spiel, aber diese ganzen Mr. Saturn oder wie die heißen, ist schon echt ein bisschen triggert schon ein bisschen. Ach, das war eine Trophäe. Ich dachte, das wäre jetzt ein Item. Gott. Peinlich. Und wie benutze ich dieses unsichtbare Item nicht so gerne gegen NPCs, weil die wissen im Endeffekt eh, dass ich da bin. Ist vielleicht nicht so geil, aber... Oh, was soll's. Gegen echte Spieler ist es dann schon wesentlich besser. Bringt in dem Sinne eigentlich überhaupt nichts. Nein, ach Mann. Junge, ich hasse diese Stage. Das ist wirklich allergrößte Müll. Wirklich. Das ist einfach. Du kannst hier so schnell aus der Map fliegen. Das ist echt. Du tust dir selber keinen Gefallen mit. Siehst du, guck mal, der eine. Wie hat der sich denn umgebracht? Oh Mann, ey. Was für Noobs. Guck mal, wie schnell du hier Game Over gehen kannst. Das ist echt Kacke. Ja, wir haben es ja bald geschafft mit Pikachu. Wir haben es ja bald geschafft. Oh Gott, hat der Stream wieder gehangen. Ich habe da immer so ein bisschen Angst irgendwie, dass ich. Die in einem Nachhinein, Leute, wenn ich das auf YouTube hochladen möchte, dass sie sich, dass sie irgendwie komplett wichtige Sachen verpassen. Smogmog. Haben wir. Bam, Junge, wieder Metal Mario. Junge, noch gar keinmal getroffen. Wie schlecht. Und sowas kann man echt immer gut Schaden machen mit so einer Feuerblume. Hat er sie? Meine Güte. Aber die Fähigkeit ist ganz gut von Pikachu, habt ihr gerade gesehen, mit dem seitlichen da. Weil, wenn man die voll auflädt, dann fliegen selbst so Metallgegner ganz schön weit. Wieso Strike? Ja, Daniel. Weil, ich ja damals auf dieses Japan-Reagierzeug da. Bin ja einfach mal ein bisschen so durch Japan durch. Bin auch darauf reagiert, hab mir das Video einfach mal angeguckt und das hat der wohl nicht so gut gefallen, der Typ, und hat meinen Stream gestrikt und letztendlich wurde der dann entfernt und ich habe einen Strike bekommen. Und wenn du einen Strike hast,
Dann darfst du auch nicht weiter streamen. Das ist doch wunderschön. Freue ich mich. Naja. Was soll's, ne? Was willst du da machen? Es ist kacke, aber es ist nicht zu ändern. Ja, genau, wegen Japan Street View. Genau deswegen. Irgendwo kann ich den halt schon verstehen. Aber, naja, ist halt schon ein bisschen, ich weiß nicht. Dann müsste Ungedo auch schon längst weggesperrt sein. Andere Leute, die diese komischen Reaction-Streams machen. Irgendwann kriegen die mal so richtig eins rein. Hab ich mir auch nur so gedacht, ne? Aber gut, im Endeffekt kannst du es nicht mehr ändern. So, YouTube guckt halt, ja gut, ist sein Werk. Sperren wir, strike mal den und dann... Ich weiß nicht, also mit Pikachu bin ich diesmal richtig abgegangen. Nicht einmal gestorben und das auf hart, Alter. Werd nicht mehr. Was willst du machen? Eigentlich wollte ich ja auch mal gucken, dass ich mal eine andere Chatbox benutze. Ich habe die auch aktualisiert, aber ich verstehe nicht, warum ich immer noch die alte habe. Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz irgendwie. Naja. Ich werde den natürlich auf YouTube nachträglich hochladen, den Stream. Ja klar. Weil auf Twitch löscht sich das ja leider. Ich guck jetzt einfach gerade nochmal hier. Einbetten in Streams. Hab ich eigentlich aktualisiert. Kopier den jetzt mal. Setz den mal jetzt hier nochmal rein. Fertig. Muss ich den irgendwie nochmal aktualisieren? Ich hoffe, man erkennt dann immer noch genug. Das ist jetzt so ein im Retro-Style. Also ich musste wirklich aktualisieren. Gut, ich hoffe, man erkennt noch genug. Ansonsten muss ich mir da was überlegen. Passt aber... Retro passt eigentlich, denke ich mal, ganz gut hierher dann auch. Hauptsache, der Stream nippelt mir nicht ab. Okay, also Mario, Pikachu durch, dann machen wir mal mit Bowser weiter. Ich hoffe, mit ihm verrecke ich jetzt nicht allzu oft. Das wäre auch nicht so schön. Ich hoffe, wir kriegen auch gerade in diesem Stream noch einen neuen Charakter freigeschaltet. Das wäre schon echt schön. Jetzt muss ich zusehen, dass ich jetzt nicht verkacke. Bowser ist halt Kampfkoloss, ne? Ja. War ich wirklich auf schwer gestellt? Das kommt mir überhaupt komplett einfach vor. Wow, da kam für noch ein Goomba raus.
Oh, das passt ja. Bam, Mario schon mal weg. Den Stern, gib ihn mir, der gehört mir. Das ist mein Stern. Muhahaha. Du olle Ziege, du. Geil. Hat's verdient. Direkt nehmen und wegschmeißen. Bam, Junge. Nein, der Kanalintreiber. Dabei witzig, wenn mich tatsächlich direkt einfach Japan-Tokio striken würde, weil ich dann darauf nicht reagieren darf. Ich hab den mal als relativ cool empfunden. Weil er halt auch schon coole Videos macht und so. Ich meine, ich hab mir das nur angeguckt. Ich habe ja nichts in dem Sinne geklaut halt. Weiß nicht. Ja, ja, aber von dem Kanalintreiber, von dem der sich die Videos halt gemacht hat, ne? Der ist irgendwie Rambo, lalala, schlag mich tot. Alter, wie Bowser riesen Donkey Kong einfach nur vernichtet. Warst du selbst bei Google oder was? Oder mal in Hamburg-Stadt? Ne, die Hamburg-Statue auch nicht. Nur dieses, wo ich halt dann da durch Japan so ein bisschen mir das angeguckt hatte im Stream. Alleine deswegen, weil das halt sein Werk war, hat er mich dann direkt dafür, naja, gestrikt halt, ne? Wow, ich wusste es, dass da eine Bombe drin ist. Weiß aber nicht, inwieweit sich das verhält, wenn ungespielt oder weiß der Teufel oder Excel, keine Ahnung, wenn die jetzt auf irgendwas reagieren, sich irgendwas angucken oder sei es KuchenTV oder weiß der Teufel wer, wenn die auf Sachen reagieren, na, die haben ja alle noch keinen Strike erhalten. Bin ich ja mal gespannt, ob die irgendwann mal auch richtig ans Reingewirkt bekommen und dann auch nicht mehr streamen dürfen. Auf jeden Fall schwieriges Thema. Ich finde es auch relativ unnötig. Ich finde, es hätte nicht sein müssen. Man hätte mir doch einfach bei den Stream irgendwie, keine Ahnung, sperren können so. Und man hätte mir doch nicht direkt einen Strike reindrücken müssen. Ich wäre der Letzte gewesen, der den Stream jetzt nicht offline genommen hätte. Ich hab eh alle normalen Just-Chatting-Streams, die ich gemacht hatte, dann im Nachhinein gelöscht, weil ich hatte keinen Bock auf 2-3 Strikes. Weil es ja nicht nur der Stream war, wo ich drauf reagiert habe, auf halt Tokio und sowas. Im Grunde genommen hätte der mir alle sperren müssen. Das verstehe ich auch schon wieder nicht. Ist nur der eine gewesen, keine Ahnung. Die anderen habe ich sicher jetzt aber entfernt gehabt. Ich weiß es nicht, wie der darauf aufmerksam geworden ist. Wahrscheinlich nicht. Wie weit man sich das durch YouTube machen kann. Filtern oder sowas hier. Wer da jetzt hier mein Video benutzt oder so, der kriegt direkt einen Strike oder ich habe keine Ahnung. Irgendwie muss er das herausbekommen haben oder nicht. Ich weiß es auch nicht.
Oh, ich warte jetzt einfach mal. Okay. Bis der Stream sich wieder fängt. Und noch ein Gegner. Den Hammer. Oh, der Hammer ist direkt wieder verschwunden. Oh, was für ein Noob. Hat sich direkt umgebracht. Manch hat ja schon ein paar Strikes oder so, ne? Aber naja, der vergeht halt auch wieder. Ich muss halt nur 3 Monate warten, bis ich wieder auf YouTube streamen darf. Das ist halt schon eine lange Zeit. Das ist halt schon echt ein bisschen beschissen, bis die Leute halt alle erstmal auf Twitch zu gucken. Wie die wollen, keine Ahnung. Ich bin ja so schon ein armes Schwein. Da krieg ich noch einen Strike, wa? Oh, diese Zombies immer. Mit dir. Vernichte jetzt einfach jeden. Ach, da war sogar das Ende. Ich dachte, da wäre ein Schwert gewesen, aber... Cool, gut, haben wir das Level auch geschafft. Na, nur ist aber gut. Hör auf zu... Bam. Als ob immer jedes Mal, wenn ich ein Item zerstöre, da immer die reckende fucking Bombe drin ist. Ey, das geht mir so auf die Eier. Was für ein Glück kann man denn nur haben, so. So ein Scheiß. Dann ist aber mal gut hier. Oh, schick. Schick, schick, schick. Mach dich trotz den platt. Vergiss es. Vergiss es, lass mich in Ruhe. Komm runter! Wow. Mein Internet möchte heute aber auch nicht unbedingt so ultra mitspielen, habe ich das Gefühl. Es hängt ja ständig. Das ist ja totale Scheiße. Wow. Was ein Scheiß. Jetzt heilt er sich auch noch, die Elende. Meine Fresse, du. Glaub's ja wohl. Stream, hallo? Ah, okay, ich bin wieder. Okay, ja, da hat man keine Ahnung, ob er jetzt nicht mehr weiter gestreamt hat, irgendwie hatte ich gerade ein Standbild. Ging nicht weiter, gefühlt gerade. Weiß nicht, was da gerade los ist. Ob der Stream kackt nicht ab. Blöde Zelda hier, ey. Hat mir jetzt ein Leben gekostet. Ma, jetzt ist aber gut. Oft ist immer dieses Gespamme. Mal Abflug hier. Mal Abflug. Lass mich in Ruhe, verdammte Scheiße. Ey, die hält sich jetzt mal voll, Alter. Weg mit dir. Du blöde Sau, du.
Internet will heute nicht, habe ich das Gefühl. Läuft der ganz miserabel gerade. Jetzt hat sie mich nochmal gekillt. Ich fresse einen Besen, Alter. Ma, die kann mich mal. Alter, das ist in Ordnung. Danke. So, fängt sich das jetzt ja auch irgendwann mal wieder? Das wäre ganz nice. Jetzt merkst du schon wieder, dass die Leute auf jeden Fall doch irgendwie, naja, doch gar nicht so schlecht waren. Aber was war denn mit mir los? Warum bin ich auch immer so gut gewesen? Jetzt kacke ich hier richtig rein oder was? Ist ja mehr als peinlich. Weg mit dir. Boah, und mit dem Rücken schön weggekontert. Sehr schön. Jetzt bin ich noch zwei Leben, ey. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Andy, wir haben aber, glaube ich, schon... Ach Mist, jetzt... Also ein Bowser ist ein bisschen schwieriger, hier hochzukommen. Es ist... Er kommt hier nicht ganz so gut hoch, habe ich das Gefühl. Aber wir haben es noch geschafft. Das Internet möchte aber gerade irgendwie nicht... Also es läuft... Zwischenzeitlich halt echt ein bisschen kacke. Na komm, Kirby. Ah, ein Abflug. Ah, da, da. Nein! Oh, oh mein Gott, nein! Was ein schlechter Move von mir. Junge, das war richtig peinlich gerade jetzt hier. Hätte mir klar sein müssen, dass ich mit einer Arschbombe, dass ich alle Plattformen unter mir kaputt mache. Wie peinlich, wirklich. Ich schäme mich. Oh, geil geblockt, wa? Muss ich zusehen, dass ich jetzt hier mit dem einen Leben da nicht verkacke. Das ist ein Fluch. Ich habe nur so viele Kämpfe vor mir. Na kommt her, Mann, alle Mann. Ich zerstampfe euch. Ich zerstampfe euch. Und da war schon wieder eine Bombe drin, Alter. Wie viel Glück muss ich denn mit Bowser haben, dass hier ständig eine fucking Bombe drin ist, wenn ich irgendwas zerstöre? Das ist doch witzlos. Doch komplett witzlos. Mich verarscht. Ich hoffe, ich schaffe das hier noch. Wow, guck mal, wie feige der ist. 170% Schaden. Muss ich mich immer aber ein bisschen ranhalten hier. Mal den Undertaker. Fox McCloudy. Fox McGowdy. Badaba. Badabababada. Ich hol mich dich. Hä? Weg mit dir. Ah, und ja, mal habe ich dazu geholt. Sehr schön.
mal Pech hat, kommen da aus dieser Wunschkiste auch ganz viele Bomben raus. Da muss man also aufpassen, darf man nicht zu gierig sein. Und schon wieder gekrallt. Oh, guck mal. Jetzt alles schön weggeblockt. Da war schon wieder eine Bombe drin. Ich fasse keine Dinger mehr an. Wenn da nur Bomben drin sind. Ja, diesmal sind Fressalien drin. Oh nein, aufpassen. Nerzcontainer. Sehr schön. Richtig schön voll geheilt. Oh, alle Mann, guck mal. Inkognito. Oh, lololo. Ah. Raikun ist das doch, ne? Das ist nicht Suicune. Suicune ist das, auch ein legendäres Pokémon. Auch das allererste Mal jetzt gesehen. In Action. Auch einen relativ coolen Move drauf, ne? Coole Fähigkeit. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier gegen die ganzen Pikachus kämpfe und so, habe ich halt einfach Bock, irgendwas Pokémon-artiges zu streamen irgendwann mal. Ich habe auch mega Bock drauf. Pokémon gab es auf meinem Kanal jetzt auch noch nicht so viel. Und wieder ein legendäres. Entei. Oder ist doch Entei, ne? Nicht verrecken. Nicht verrecken. Oh, gerade noch so. Oh, ich dachte, jetzt verreck ich. Hier ist Bowser leider ein bisschen im Nachteil, weil er echt nicht der schnellste ist. Guck mal, wie der rennt, Alter. Der, wie so eine Maschine. Jetzt schnell, schnell, schnell. Oh. Oh. Erstmal fett geduckt. Das jetzt hier mit Bowser zu schaffen, vor allem dieser Sprung hier. Ah, schwierig. Jetzt mache ich das Unmögliche. Nein. Na. Oh, ich bin fast gestorben, Alter. Ich hab's aber geschafft. Ich dachte, jetzt sterbe ich in der Ecke. Gott, ey, was für ein Unluck. Lucky unlucked. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt noch irgendwie auf die Kette kriege. Es irgendwie schaffe, aber heute meinen sie es wohl doch gut mit mir. Heute meinen sie es doch wohl doch gut mit mir. Sehr schön. Wo war er? Boah, wie ich den weggebolzt hab, den Jungen. Ja? Ich hab den Falco. Und Bombe. Scheiße. Oh, fuck. Ja, der lebt. Aber immer noch. Oh, weia. Das ist jetzt aber knapp hier. Oh, weia. Ach du Scheiße. Junge! Was ein Kampf, Alter. Der hat mich beinahe bekommen, Alter.
Da kommt einer von euch, muss jetzt mal drauf gehen hier, von euch jungen Männer. Ob ich den getroffen habe? Er mich aber auch, ne? Mit der Kralle. Ja, das ist schon echt ein geiler Move von mir. Den habe ich. Sehr schön. Den habe ich bekommen. Na, schade. Das ist ja gut ausgewichen. Gut gemacht. Wow. Schwierig. Ah, auch nicht getroffen. Verdammt. Weichen aber auch gut aus. Könnte ich jetzt aber Game Over gehen. Wenn ich mich jetzt nicht anstrenge. Wenn ich versage. Scheiße, das Auto hat mich erwischt. Kacke. Ach Gott, all meine Punkte. Das ist bitterer Beigeschmack. Aber gut. Ich denke, ich vermute mal, wir werden jetzt auch mit Bowser keinen Charakter freischalten, weil wir wirklich echt schlecht abgeschlossen haben. Gerade eben. Und mit einer meiner besten Charaktere, sage ich jetzt mal, verkackt. Da bin ich ja selbst mit Pikachu besser gewesen. Peinlich. Junge. Einen habe ich. Oh nein. Den haben wir auch. Na nun ist gut. Na, du kriegst mich nicht. Kannst du vergessen. Egal wie viel Prozent ich habe. Sag ich doch. Meine Lieblings-Mountain. Gibt es noch wen von euch, der diese Stage nicht abkann? Und teilweise springst du einfach ins Nichts, so. Und Gegner laufen gegen dich und machen dir einfach übelst viel Schaden. Na, nun ist aber mal gut hoch hier mit mir. Bam, bada, bam, bam, lass mich hier hoch. Regenschirm-Item. Weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Na, wenn es schneller wird, ist heftig mit den ganzen Gegnern. Das ist schon echt unfair. Aber haben wir auch geschafft. Ey, ich bin ein Baseballschläger. Mir den holen? Ich hole mir den jetzt. Ich homerunne die jetzt. Ja, oh, scheiße. Nein, hört auf. Na, ja, so schnell bist du down, ne? So schnell fliegst du hier aus der Arena. Das ist schon echt heftig. Das ist schon echt heftig. Müsste ich im Handumdrehen eigentlich alle platt machen. Jawohl. Ohne Probleme mit einer Arschbombe und alle Mann platt machen. Zack.
Dachte, die kann man auch immer freischalten im Spiel, aber leider nicht. Hallo, Phoenix. Na, schaltest du auch mal wieder ein? Ich mache jetzt hier gerade noch Bowser fertig, gehe kurz ins Klo, dann mache ich direkt den nächsten. Na, ist in Ordnung. Oder wird Phoenix direkt schon wieder gemobbt? Bowser gegen Mario. Weg mit dir. Verpiss dich. Juba wollte mich gerade finishen, der Alter. Der Blöde sagt der. Aber auch den haben wir gut erledigen können. Jetzt fehlt nur noch, genau, Final Destination. Gegen Bowser, gegen Bowser. Guck mal, wie viel größer der einfach im Vergleich zu mir ist. Das sieht schon witzig aus. Das sieht schon witzig aus. Oh, ich krieg Hilfe von Blubellachen. Blubellachen, jawohlchen. Ja, lol. Na, welcher Bowser wird wohl gewinnen? Nee, angenehmer als dieser blöde Meisterhand immer. Bam, weg mit dir. Du Stück. Und damit haben wir auch Bowser erfolgreich abgeschlossen im Adventure-Modus. Im Übrigen sind andere Trophäen, wie als wenn du jetzt mit dem klassischen Modus spielst. Die haben wir einfach anders aufgestellt. Ist ganz cool eigentlich. Bin mal gespannt, ob ich jetzt noch irgendwie freigeschaltet bekomme. Wird mal wieder Zeit. Wäre mal schön, wenn dem so wäre. Warum YouTube Strike? Weil, wie gesagt, ich habe ja damals... Okay, haben leider nichts bekommen. Reaction Stream, ne? So ein bisschen durch... ich habe ja damals, bin ja durch Tokio ein bisschen, habe mich da umgeguckt, habe da einfach ein bisschen entspannt, habe mir das angeguckt gehabt und derjenige, dem hat das wohl gar nicht gefallen, der hat mich einfach gestrikt. Und deswegen habe ich jetzt einen Strike auf YouTube und darf nicht mehr streamen, 3 Monate. Da freue ich mich sehr drüber. Aber irgendwann trifft es mal jeden, ne? Geh mal kurz auf Toilette und dann machen wir gleich den nächsten Charakter. An die Tür ran, weil die scheiß Waschmaschine so fucking laut ist. Mal wieder. Ja, ich habe schon wieder einen Strike. Ne? Es ist wunderschön. Solange es halt, wie gesagt, nur bei 2 bleibt, beziehungsweise bei, die verschwinden ja mal nach 3 Monaten. Solange wie ich keine 3 auf einmal habe, ist natürlich, aus Sicherheitsgründen hatte ich ja auch die Videos runtergenommen, die Streams. Und ich habe nämlich, um ehrlich gesagt,
überhaupt keine Lust, dass ich nochmal einen bekomme und dass mein Kanal dann irgendwann weg ist, ne? Mein YouTube-Kanal. Da hatte ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich gucke jetzt gerade mal, dass wir nochmal ein paar Trophäen uns erholen. Und wir haben wieder 33 Münzen. Wenn wir Glück haben. Dann kriegen wir eine, genau, Propeller zum Beispiel. Oh, Baseballschläger. Die, also so Standard-Items, die haben wir alle noch nicht, ne? Hast du vorhin eigentlich gestreamt dann, Daniel? Wie wisst, war dein Stream so? Slippy haben wir schon. Peach Schloss als Trophäe, voll geil. Richtig cool. Die meisten haben wir halt einfach schon. Oh. Tröti. Bescheuerter Itemname. Komm, es gibt mal ein Item, das war noch nicht so hart. Ich steck mal 4 Münzen rein. Super. Ja, das muss man immer einschätzen können. Je nachdem, man macht nur eine rein, hat Glück, gewinnt oder, naja, 30% ist halt nicht viel. Dann steckt man nochmal 5 rein, dann haben wir wenigstens halbe Chance, von was Neues zu erhalten. Ja. All Kirby hatten wir auch noch nicht. Verputzi. Ah, Hammer. Oh, Ditto. Sehr schön. Metroid. Komm, dann machen wir die letzten drei nochmal. Gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas bekommen. An Trophäen. Der letzte. Schade. Ich meine, für das... Also wir haben schon ordentlich Trophäen. Guckt mal. Und echt schon ein Arsch voll Trophäen auf jeden Fall hier. Können natürlich noch mehr werden. Ich meine, es gibt dann noch etliche Trophäen. Wir sammeln ja. So, dann machen wir mal weiter mit Peach. Ach, ich habe auf normal gespielt. Deswegen war das so einfach. Oder? Hat ich auf normal gespielt oder auf schwierig? Ich stell's mal auf hart. Ach so, hab vorhin gestreamt, aber war zu schlechtes Internet. Das ist natürlich, das tut mir echt leid für dich, ne? Das ist echt mega scheiße. Aber was willst du machen, ne? Wenn das Internet nicht da ist, dann ist schon kacke. Wow. Schon gewundert, was war denn immer so einfach gewesen, oder? Oder habe ich auf schwierig gespielt und dementsprechend war ich einfach nur gut. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, ich habe aber auf normal gespielt. Wow, ich bin direkt hier schon einmal verreckt. Es kann ja nur scheiße laufen hier. Oh Mann, ey. Was eine Peinlichkeit hier schon wieder. Ich hier schon wieder an den Tag liege. Alle Boxen. Ich weiß nicht, ob das Bonuspunkte gibt oder so. Aber mein Internet möchte irgendwie heute auch nicht so richtig mitspielen. Als ob ich immer da durchfliege, hast du das gesehen? Was ist denn das für ein Betrug? Ja, okay, ich habe tatsächlich auf normal gespielt. Die Gegner sind direkt stärker und halten wesentlich viel mehr aus. Gucken, ob ich trotzdem genauso viele Punkte bekomme wie auf normal. Aber ich brauche auch die gewisse Herausforderung so ein bisschen, ne? Na? Ja, komm schon. Ich will nicht noch ein Leben lassen. Ich will nicht noch ein Leben lassen. Komm schon. Komm schon.
Metalle. Ach ja, ich weiß, welche Teile mein PC hat. Musst du mal verraten. Metalle. Aber es gab Bonuspunkte, weil ich 100 pro mehr als 150 Schaden hatte. Steht das nicht auch immer überall am Computer bei, was für Werte man hat? Der Le Mario, der ist einfach unsichtbar. Scheiße. Hat sich selber aus... Na, ich dachte, er hat sich jetzt selber umgebracht. Wo ist denn die fucking Bombe? Hier war irgendwo eine Bombe. Ah, scheiße. Was ein Scheiß. Du elender Drecksack, du. Na, ist durch den Pokéball in die falsche Richtung geschmissen. Was eine Scheiße hier. Gib mir das Herz. Gib mir das Herz. Wow. Der Schwierigkeitsgrad hat zugenommen. Wo wollen die denn jetzt schon wieder hin? Ja, war klar, ihr dreckigen Wichser. Aber nicht so gute Werte. Das ist echt die olle Medusa-K.O. Oh, jetzt mein Schild geschwächt. Nein! Mein Schild! Oh nein, Kugelwilli. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt auf schwer stellen muss soll. Im Adventure-Modus, also ich... Verkack ja mal mega, ne? Es gibt natürlich auch mehr Punkte, wenn du das auf schwer spielst, glaube ich. Na, getroffen, immerhin. Weg mit dir, Mario! Verreck doch mal, danke. Was hast du denn immer mit deinem Veni Veni Validus? Was ist das? Was ist das? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Ich will nicht wissen, wie oft ich jetzt einfach Game Over gehe. Ich vergleiche das gleich mal mit der aktuellen Punktzahl auf schwer und auf normal. Was vielleicht sinnvoller wäre. Weil auch wenn man öfters Game Over geht, hat man auf schwer auch meistens mehr Punkte, ne? Trotz alledem, ne? Schon gewundert, warum ich so gut dabei war, die ersten beiden Matches. Ha! Einer war schon mal. Und den anderen, den holen wir gleich noch mit dazu. Donkey Kong. Alter, ich streame richtig viele Leute. Hab gerade geschrieben, was ich habe in meinem PC. Ja, aber... die Grafikkarte ist nicht so die geilste, so eine 700er. Ich hatte eine 950er und die war auch nicht irgendwie gerade berauschend. Zwischen eine 1060er und... 1050er ist für neuere Spiele so, naja, schon Standard, ne? Hätte ich meinen Kollegen auch geraten, der sich unbedingt einen Computer fertig holen wollte. Weil mit so einer 700er kommst du wirklich echt nicht weit. Gerade PUBG Lite hat gerade mal 6, ist, was das angeht, wirklich echt schlecht und hat,
Als höchste Anforderung 660, ne? Und 1 GB ist halt auch nicht viel an deinem Grafikkartenspeicher. Weil viele brauchen Minimum 2 GB, viele Spiele, viele neuere. Habe ich auch merken müssen, weil ich auch gerade mal so 2 hatte. Jetzt habe ich 3 GB Speicher. Und ich hatte 2 und da sind viele Spiele schon an ihre Grenzen gekommen. Und dann hat es halt dementsprechend geruckelt, ne? Weil die Spiele mehr verbraucht hatten, mehr Speicher, mehr Grafikkartenspeicher, als ich letztendlich hatte, ne? Irgendwann mal aufrüsten. Mal Link ist in Ordnung jetzt hier. Meine Güte. Nerv mich nicht. Ja, bei welchen Spielen denn? Hast du schon mal neuere Spiele gespielt? Bei LOL ist ja kein Wunder, ne? Bei Stardew Valley ist auch kein Wunder. Die brauchen ja auch nicht übelst viel. Die kannst du auch spielen mit den Stats, ne? Jetzt nicht so das Problem. Nur bei den neueren Games wird das halt so ein bisschen, muss halt immer gucken, was haben die für Werte, ne? Was haben die für Systemanforderungen? Scheiße, Mann, ich hätte nicht auf schwer stellen sollen. Möchte eigentlich nicht Game Over gehen. Aber ich komme da höchstwahrscheinlich nicht bei dran herum. Junge. Wie viel fucking schaden mir diese ekelhaften Zombies. Oh. Gesündigt. Ich werd hier komplett verarscht. Ach, Gott sei Dank das Ziel gefunden. Hätte ich das Level nochmal neu spielen dürfen. 7 Days to Die hat. Der gut 13 bis 18 ist halt echt ein Witz, ne? Das ist gar nichts. Gut, 7 Days to Die ist aber auch so ein Spiel. Von der Leistung her ist dann nicht so geil irgendwie. Von der Performance her, meine ich. Ist schon nicht so geil irgendwie, aber. Nicht so gut optimiert auf jeden Fall. Blöder Schick, Alter. Ich dachte, ich habe gegriffen. Ha! Scheiße. Ich bin schon relativ gleich gut. So mit einem Bot auf schwer. Na, komm runter. Ja, klopp dich. Oh weia, oh weia. Na, komm runter. Aber für so eine alte Kiste bei mir ist echt alles in Ordnung. Ja, ja, wenn du eh nicht so hohe Ansprüche hast. Das war bei mir auch so damals der Fall gewesen. Ich meine, ich bin ja, ich spiele ja ältere Games, Oldschool und so. Da ist mir das eh nicht so wichtig, ja. Gut, der Emulator muss auch gut laufen. Da brauchst du halt... Da brauchst du halt auch echt einen guten Prozessor und so. Oh Mann, ey. Geht mir das am Arsch. Nächstes Mal stelle ich auf normal, Alter. Da tue ich mir, also hier tue ich mir echt keinen Gefallen mit. Bin ich wissen, wie wenig Punkte ich mit Peach einfach am Ende des Tages bekomme. Du 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 du. Man ist nicht so, als würde ich nicht auf schwer spielen können, ne? Aber ich möchte halt die ganzen Continues einfach vermeiden, ja? Ich ständig hier tot gehe zweimal oder so, weil das kostet mich alles nur meine ganze Punktzahl. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Warum ruckelt das denn jetzt so heftig? Was ist denn hier los mit meinem Internet? Beziehungsweise mit dem Spiel. Wenn ich schon gegen einen einzelnen Gegner verkacke.
die normalerweise echt einfach zu besiegen sein müssten, ne? Bringt mich das schon echt zum Verzweifeln so ein bisschen. Irgendwie spiele ich gerne die Assassin's Creed-Reihe. Ja, das habe ich mitbekommen. Und die müsste auch von den Sets her, naja, müsste da doch ganz gut laufen bei dir. Also die älteren Spiele zumal. Die neueren weiß ich nicht, ob wie du da aufgestellt bist, wie da laufen. Oh, guck mal. Also allerdings nicht, ob ich jetzt da hochkomme. Ich glaube nicht. Fuck. Mich los. Wow. Ein einfacher Kack-Noob, ey. Besiegt mich. Da, 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 la, 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 la. Ich muss irgendwie das richtige Ziel finden. Scheiße, ist der Anfang. Er ist doch bestimmt noch weiter oben. Vielleicht in die Richtung? Mal gucken. Sonst muss ich in die andere Richtung laufen. Oh nein! Verdammte Scheiße. Nice. Den zerpflück ich jetzt. Ah, schon wieder nicht richtig gewesen. Das regt mich ja jetzt schon ein bisschen auf irgendwie. Dass schon wieder nichts war. Schon wieder nicht? Wo ist denn das Ende, bitte? Gerade echt ein bisschen verarscht. Wo zum fucking... Wo zur Hölle ist das blöde Ende? Wo ist das blöde Ende? So sag es mir doch bitte. Ich fress einen Besen, Alter, was ein scheiß Level. Im Item besiegt. Ja, wahrscheinlich hier unten irgendwo, wa? Ein Stern, du. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Hier ist immer noch nicht das Ende. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich gehe gleich auf den Chat drauf ein. Ich muss erstmal klarkommen, dass ich die ganze Zeit verkacke. Dann würde ich das fucking Ende finden. Das ist doch ein schlechter Witz. Na komm her. Oh, der immer mit seinem blöden Schild, Alter. Triss das. Du Mizzet. So, wo ist jetzt das blöde Ende? Wo ist jetzt das blöde Ende? Sag es mir bitte. Sag es mir bitte. Es kann nicht sein, dass ich das Ende nicht finde. Bin schon wieder hier. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch, ey. Wo ist das fucking Ende, Alter? Was habe ich denn jetzt noch nicht abgesucht? Wow! Ich verkack diese dreckige Mission hier noch. Glaubst du es denn? Ich habe jetzt schon alles abgesucht. Wo ist denn das Ende?
Wo? Ganz unten oder was? Hier vielleicht. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Hier war ich auch schon. Immer. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist das Ende? Ich verkacke diese Mission, Alter. Oh, Junge. Wie viel Pech kann man denn eigentlich nur haben, bitte? Ey, ich krieg hier einen zu viel. Ich krieg einen Rappel. Hier war der Anfang gewesen, gell? Oh, Junge, wo ist denn das blöde Ende, ey? Verarsch mich bitte nicht hier. Hier vielleicht? War ich hier schon? Ja, ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Ich glaub's aber nicht. Continue. Ich darf's nochmal machen. Glaubst du es denn? Ich hab die komplette Mission verkackt, weil ich einfach das Ende nicht gefunden habe. Wow. Was hat Phoenix jetzt geschrieben? Assassin's Creed Brotherhood. Oder was? Gut, ach, du willst ja trotzdem mehr Spiele holen. Ja, solange man es spielen kann. Warum nicht, ne? Geht doch, ne? Ist ja auch noch riesig, Alter. Oh, Junge, ich stelle nie wieder auf schwer hier. Ich spiele lieber auf normal. Sahne Punkte ab, anstatt mich hier mit so einer Gülle rumzuärgern. Jetzt seid doch mal wenigstens mal ein bisschen fair. Und lass mich durch mein Ziel. Ich will nicht wissen, wo das Ziel jetzt ist. Maxi Tomate. Mal weg mit dir jetzt, du blöd Mann. Verpiss dich. Danke. Hier komme ich aber schwer nicht hoch, ne? Wer weiß, wo jetzt das fucking Ziel ist. Ich werde 2 Minuten auf den Kopf geschlagen. Hier hätte es noch sein können beim letzten Mal, ne? Wow. Abstauber. Von daneben geschmissen. Daneben geschmaßt. Komm her, ich bolz mit dem Hammer weg. Junge. Das gibt's doch nicht, dass ich hier nicht klarkomme. Aber hier wäre auch noch was gewesen, wa? Nein. Lasst mich. Ey, das kann's nicht sein, dass ich schon wieder nicht das Ziel finde. Junge, ey, ich kotze ab. Was denn das ist für ein ekelhaftes Level? Ich kotze ab. Nur wieder 3 Minuten Zeit, ey. Willst du mich verarschen, Mann?
Aber es ist jetzt hier vorne irgendwo. Ist doch ein Witz, ist das doch. Das Ziel schon wieder hier irgendwie gar nicht existiert oder was? Verpiss dich jetzt hier, meine Fresse. Du stiehlst mir nur meine Zeit, Alter. Boah, der geht mir so auf die Nerven, dieser Junge. Hau ab, verpiss dich jetzt. Niemand mag dich. Ich hoffe, hier unten ist es jetzt. Oh, endlich. Assassin's Creed Brotherhood. Was ist denn die Assassin's Creed? Oh, Black... Achso, okay. Okay, ich dachte Brotherhood. Ich habe nur den ersten Teil damals früher mal gespielt. Ganz, ganz früher. Damals noch auf Xbox 360. Meine Lieblingsprinzessin ist schon wieder meine... Also wenn ich das jetzt verkacke, dann darf ich das Video von ihm gerade nochmal spielen. Weil das so schön war. Aber jetzt hau ab, du blöde... Kuh. Niemand mag dich. Ach, er hat mich getroffen, die Blöde. Bleib stehen! Ach, Gott sei Dank nur Goldini. Gott sei Dank nur Goldini. Blöde Kuh. Nächstes Mal spiele ich auf normal, Leute. Also, den Gefallen, den tue ich mir jetzt hier nicht mehr. Verarsch mich ja selber. Oh, war gut dabei auf jeden Fall gerade. Na komm. Wow, ich habe meinen Stil verloren. Mein Hammer. Warning, warning. Ah, Knuddelluff. Als Pummel von der Unschuldig war. Schon mittlerweile so viele Trophäen, das ist richtig geil. Das freut mich. Das super Tool. Aber hundertprozentig gehe ich nochmal Game Over. 100 pro gehe ich nochmal Game Over. Die Peaches ist gar nicht mal so einfach hier hochzukommen. Seht ihr das? Scheiße. Mit einer Sekunde verkackt. Ah, jetzt kann ich glaube ich nicht im Kirby-Planet. Doch, kann ich doch. Aber es gab nun keine Bonuspunkte. Ah, mein Stream hängt gerade ein bisschen, sich gerade. Netzwerkfehler ist aufgetreten. Okay, oder... Ist das bei mir jetzt einfach nur...
Ein Internet. Ich hab aber Internet. Los. Jetzt hab ich wieder Internet, oder was? Hallo? Bin ich noch da? Anscheinend schon. Anscheinend irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen verarscht. Aber es scheint wohl so, als würde ich ein bisschen Internet bekommen. Bin ich noch da? Ah, sieht ganz gut gerade aus.